Jetzt schön in die kuschelige Wabe kriechen. Du weißt gar nicht, was du verpasst, Maya. Nein, du verpasst was, Willi. Draußen schlafen ist auch wunderschön. Na dann, bis morgen, Willi. Gute Nacht, Walter. Gute Nacht, Rufus. Gute Nacht, meine liebe Wiese. Hallo? Ist da jemand? Naja. Ich wünsche allen Blumen einen wunderschönen, honigsüßen guten Morgen. Ja, das ist ja widerlich. Nein, das ist doch nicht möglich. Hä? Willi? Rufus? Was ist denn hier los? Walter hat uns alle wach gemacht. Er hat was entdeckt. Aber mir sagt ja niemand was. Oh nein, von den Pilzen ist kaum noch was übrig. Hallo Walter, hast du uns deshalb alle aufgeweckt? Ja, natürlich, wir werden bedroht. Ach was, da hatte nur jemand einen Riesenhunger. Seht mal hier, eine Schleimspur. Ach, die hat doch nichts damit zu tun, Maya. Die ist von Rufus. Oh nein, die ist nicht von mir. Also auch wenn sie nicht von Rufus ist, das ist ganz, ganz sicher eine Schneckenspur. Vorsicht, Männer! Hier besteht Rutschgefahr. Vielleicht sollen wir ja ausrutschen. Vielleicht ist das eine Falle. Ja, genau. Eine Schleimfalle von einem schleimigen Schleimmonster. Ein Monster! Ach, Quitschi-Quatschi. Hör auf, uns Angst einzujagen, Walter. Nein, nein. Ihr dürft keine Angst haben. Monster riechen das. Dann kommen sie nämlich sofort an und fressen als erstes die, die am meisten Angst vor ihnen haben. Los, komm, Paul. Während die anderen vor dem angeblichen Monster zittern, gehen wir die Schnecke suchen. Ach, Maya. Hinterher! So viel Schneckenschleim, fantastisch. Davon kann ich nur träumen.